Kayvan Uncut mit Kayvan Zufisirwasch und Alexander Kühn. Hi Kayvan, grüße dich. Alexander, alles wohl auf? Ja, alles soweit wohl auf. Es geht gut und kaum bist du auf Tournee, passieren wirklich die krassesten Ereignisse auf der Welt. Und ich denke mir, ich will unbedingt mit Kayvan zusammen diese Geschehnisse einordnen. Aber manchmal ist es so, wie läuft die Tournee so bisher? Ich bin ja mit meinem Vortrag Angst, Essen, Breit auf Tour. Jetzt habe ich gerade heute, ich bin gerade zur Tür rein, mein Deutschland-Takes abgedreht oder Auftritt, alle Auftritte hinter mich gebracht. An einem Tag sogar zweimal den Vortrag, der geht ja 3,5 Stunden, du hast ihn ja gesehen, mit Pause, also das sind dann 7 Stunden Stage-Time mit Reden und dazwischen ein bisschen Pause. Das läuft sehr gut, weil ich stelle fest, dass das Publikum doch sehr wach ist. Wir haben ja eine Menge Leute, die nach Corona endgültig wach geworden sind. Ich frage auch immer, für wen war das das erste Aufweckerlebnis? Da sind viele Hände oben, aber auch viele schon bei der Bankenkrise oder der 11. September, wo ich sage, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und das läuft sehr gut. Jetzt bin ich noch am 25., 26. und 27. in der Schweiz. Da gibt's auch wohl noch Tickets. Biberes bin ich zum Beispiel, ja, also auf die Sophisticated-Seite gehen und dort ein Ticket ziehen. Und es gibt 2 Termine nur noch in Österreich. Ich war dieses Jahr schon zu Anfang in Österreich. Es gibt nur noch 2 Termine, dann ist das Jahr zu Ende. Ich bin in Wien am 1.12. und am 30.11., also einen Tag vorher, bin ich in Dornbirn. Das ist in Vorarlberg. Für diese beiden Locations gibt's noch. Und dann ist dieses Jahr und die Tour und dieser Vortrag so erst einmal abgearbeitet. Ich brauche mal eine Pause. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch vor allen Dingen die ganzen Leute, die dort sind, die wollen dich auch alle persönlich mal treffen, kurz mit dir reden. Ich kann mir vorstellen, wie krass das ist. Aber wir haben ganz krasse News. Also mir brennt es wieder mal unter den Nägeln, sogar unter den Fußnägeln. So krass ist das gerade. Wir haben die US-Wahl. Der Sieg war irgendwo von uns erwartet. In der Deutlichkeit haben einige spekuliert, aber wie war das Ergebnis dann für dich? Und naja, also mir war klar, dass wenn Donald Trump nicht gewinnen würde, dass jemand irgendwas manipuliert hat, weil es war klar, die Menschen sind mit der Regierung von Joe Biden, der ja gar nicht weiß, dass er Präsident ist, der kann sich nicht mehr erinnern, so ähnlich wie bei uns mit Scholz, so unzufrieden, dass sie halt die Alternative nehmen. Jetzt kann man lange darüber reden, ist das wirklich die einzige Alternative? Im amerikanischen Wahlsystem musst du schon Milliarden mitbringen, um antreten zu können. Von daher ist es eh wenig demokratisch. Es hätte noch andere Kandidaten gegeben, die ich lieber gesehen hätte, von Stein oder eben auch Kennedy, jetzt wohl ja Gesundheitsminister wird. Aber wie gesagt, du brauchst das richtige Geld. Dann war der Vorteil, dass man den schon mal kannte. All diejenigen, die ihn damals gewählt haben, sind zurückgekehrt und jetzt erst recht. Was er dann am Ende mit der Verantwortung macht, wird man sehen. Also mich hat das nicht überrascht. Ich fand bezeichnend, wie die Demokraten hier nach der Wahl spaßbremsetechnisch sich nicht mehr vor die Kameras gewagt haben. Harris hätte ich erwartet, wenn man für das Amt kam, die sagt, schade, es ist nicht geklappt, aber die war irgendwie so vor den Kopf geschlagen, dabei muss man ja immer damit rechnen, dass man verliert, dass sie erst am nächsten Tag, und das fand ich sehr, sehr schwach, und es zeigt, da fehlt es einfach an Raffinesse und Klasse. Aber wie gesagt, das wollen wir mal sehen, was Donald Trump macht, ob er das, was er vorgeschlagen hat, was er machen wird, ob er das überhaupt einhalten kann. Er ist ein Politiker, der ist eingebunden in einem tiefen Staat, da kommt er auch nicht raus. Er wird ein bisschen, vielleicht ein paar Kursveränderungen machen, aber ich glaube, das haben wir in Amerika ja schon mehrfach gesehen, wenn ein Politiker sich dann tatsächlich an die Vorgaben hält, die er groß verkündet hat, dann könnte es sein, dass er, da muss er nicht offen durch Dallas fahren, dass er sich an den Kopf langt und ins Leere langt, weil da inzwischen was stattgefunden hat. Also das ist ein sehr gefährliches Amt, möchte ich sagen. Gespannt, was jetzt passiert. Was vermutest du, wird als erstes umgesetzt werden? Geht es Richtung Iran zusammen mit Israel, dass er das Projekt zuerst angehen wird? Also offen gesagt, er wird dort Krieg führen. Denkst du, er wird sich zuerst aus der Ukraine zurückziehen und dann Deutschland, Europa, Frankreich das Kriegsfeld überlassen? Was wird als erstes geschehen? Also erstens darf man eins nicht vergessen, wenn ein amerikanischer Präsident ein Amt übernimmt, bleibt da ja sehr viel an Leuten, die da ja nicht eingelernt werden. Er kann zwar einen neuen Geheimdienstchef einsetzen, aber der Geheimdienst selber mit den ganzen Experten, das ganze Militär, da sitzen ja schon Leute, die sagen, Herr Präsident, was Sie bisher nicht wussten, das sollten wir nicht so tun. Da wird er ja nicht beratungsresistent sein, weil sonst wird intern geputscht. Ja, also die Militärs würden das da nicht umsetzen. So. Was ich glaube, ist eine reine Spekulation. Ich glaube, das Erste, was er tun wird, er wird sagen, okay, wir beenden den Ukraine-Krieg, was die finanzielle Beteiligung angeht. Wir geben das dafür nicht mehr aus, weil er ja darauf weiß, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Obwohl natürlich die Deutschen dort sehr viel an amerikanischen Waffen kaufen, aber du kannst den Boden nicht gut machen.
Das glaube ich das Erste. Er wird mit Putin irgendeine Art von Deal machen, die darauf hinauslaufen wird, das, was ihr an Land gewonnen habt, das behaltet ihr und dann machen wir auch ein Sicherheitsabkommen und unsere Raketen stehen halt nicht direkt vor der Grenze. So. Und dann werden wahrscheinlich die Deutschen sagen, okay, wenn die größte Militärmacht nicht mehr unterstützt, und wir sind ja nicht die größte Militärmacht, wir sind ja der zweitgrößte Unterstützer, übernehmen wir das auch noch. Das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das ist das Erste, was er machen wird. Ich glaube, dass er sich konzentrieren wird auf Strafzölle gegen China. Dann wird er aber feststellen, dass es schwierig werden wird, weil sehr viele Dinge, die in China produziert werden, sind für den amerikanischen Markt produziert und gehören amerikanischen Firmen. Schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass er einen Krieg im Nahen Osten gegenüber dem Iran anzetteln wird. Da werden ihm seine Sicherheitsberater sagen, du, mit Poltern ist alles wunderbar, du kannst auch Israel-Unterstützer bleiben, aber nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ich würde versuchen, das runterzudampfen, weil sonst brennt der Nahe Osten. Und das ist auch nicht in unserem Sinne, weil das betrifft die amerikanische Ökonomie. Er wird ein sehr pragmatischer Politiker sein, der aber auch eins tun wird. Ich glaube, er wird eben sagen, es sind sehr viele Menschen im Land, die hier illegal sind und muss es diese Zahl sein. Dann wird die Industrie auch zu ihm sagen, den einen oder anderen brauchen wir, der ist schon so lange hier. Und da wird er sagen, ja, und die, die wir irgendwie wieder zurückschicken können, die werde ich zurückschicken. Das werden so die ersten kosmetischen Maßnahmen sein. Für mich ist aber das Interessanteste, was der Gesundheitsminister von sich gegeben hat, der hat gerade eine Rede gehalten, also Kennedy, und es spricht ja ganz offen aus, dass die Pharmaindustrie ja noch mehr Umsatz macht als die Rüstungsindustrie und von Krankheit lebt, chronischer Krankheit lebt, und der hat er ja den Kampf angesagt. Das ist für mich etwas, wo ich denke, das ist neu. So, weil die Pharmaindustrie in den Staaten sehr, sehr mächtig ist. Ich muss nicht sagen, was BioNTech Pfizer hier so treibt. Und ich bin gespannt. Er hat ein paar Leute da, die für die klassischen Industriezweige Provokateure sind. Und ich bin gespannt, wie weit er mit denen kommt. Es passiert ja immer wieder, dass Leute ausgewechselt werden. Ich finde es interessant, wie deutsche Medien überhaupt auf die gesamte Personalbesetzung abheben und darauf kommen, was die so machen würden, als wenn mich das groß interessieren könnte. Also was ich in den letzten Tagen erlebt habe an Berichterstattung über die USA, habe ich in all den Jahren nicht über unsere Regierung erlebt. Auch eine Frage. Wie gesagt, es ist ein amerikanischer Präsident, mit dem wir leben müssen. Die deutsche Presse hat das Riesenproblem. Sie haben so viele Jahre gegen ihn geschrieben, also anti-amerikanisch, dass es jetzt schwierig wird, das irgendwie gut zu finden, hat sich sowieso erledigt. Donald Trump ist ein hemdsärmeliger Typ, aber die Amerikaner leben in einem Einparteiensystem mit zwei rechten Flügeln, wo am Ende Geld zählt. Und Trump unterscheidet nur, dass er nicht aus einer klassischen Polizsekte kommt, ja, sondern dass er hemdsärmelig ist und so Business eben macht. Ob das besser oder schlechter ist, kommt drauf an, wer man ist. Für den einfachen Bürger könnte das besser sein. Für den ehemaligen Geldadel ist es weniger gut, aber Trump bringt seinen eigenen Geldadel mit. Ja. Yeah. Das ist ja auch hochspannend, wie die Machtstrukturen dort verteilt sind. Da gibt es ja alte Familien, die schon die Dupont, die Kochs und so weiter. Da gibt es ja wirklich Familien im Hintergrund. Natürlich auch den Geldadel, der da auch mitspielt. Ich würde da gerne mal Herrn Oetker zitieren, der ja von 2005 bis 2000, also Arend Oetker, 2005 die Atlantikbrücke geleitet hat. Der hat gesagt, Amerika wird von 200 reichen Familien regiert und zu denen würden wir gerne gute Kontakte haben. Das bringt es auf den Punkt. Ja, die Personalie Elon Musk, ist für dich Elon Musk, der, so wie er sich darstellt, der Selfmade-Milliardär und hat diese ganzen Firmen selber aufgebaut, oder ist er nur der Frontmann, der Hitman, der ein... Elon Musk ist mit Sicherheit ein sehr schlauer Kopf, ein sehr exzentrischer Kopf, das ist so ähnlich wie mit Steve Jobs, die müssen schon irgendetwas können, damit sie das machen, also zumindest sind sie Visionäre und müssen begeistern können, weil Elon Musk hat ja sehr viele Leute im Hintergrund, die das für ihn technisch umsetzen. Aber er muss irgendwie begeistern können und führen können, weil übrigens bei Steve Jobs genauso, wie ein iPhone am Ende aussieht, das hat er ja nicht gemacht, aber das Gesamtpaket, wie eine Firma halt geführt, da muss es einen charismatischen Kopf geben und dann geht da auch was so. Ist immer so. Man braucht so jemanden, der so ein bisschen das zusammenhält bei diesen ganzen Ego-Shootern, die da sind. Er kommt ja aus einer Familie, die man als Dynastie bezeichnen kann. Und er ist aber auch jemand, der großer Fan davon ist, Menschen mit Computern zu verschmelzen. Ist ihm ja auch schon gelungen. Er hat ja schon den ersten Menschen chippen lassen. Der kann jetzt auch wieder laufen. Der hat ja seine Fähigkeit zu laufen wohl an der Front verloren. Und das war so im Hintergrund, wer da die Finanzierung macht. Er hat mit seinen 14.000 Satelliten natürlich ein Programm im All, was natürlich militärische Komponenten hat. Die haben auch Daten über die Ukraine geliefert. Und ich glaube nicht, dass Elon Musk sagen könnte, wenn es mal 40.000 Satelliten sind, dass er die Daten, die er über die amerikanischen Militärbasen sammelt, dass er die einfach auf dem freien Markt verkaufen könnte. Also von daher, ich bin gespannt, ich weiß ja gar nicht, ob er Finanzminister wird. Ich bin so viel Natur, ich kann nicht jeden Tag Zeitung lesen. Aber es könnte in diese Richtung gehen. Ich fand nur seinen Auftritt, den er neulich hatte, bevor Trump gewählt war, ein bisschen teenagerhaft, nach dem Motto, da ist wie so ein Fan. Aber wie gesagt, das sind schräge Vögel, sehr reich, mit T-Shirt und Anzug, so ein bisschen lässig.
es ist eine ganz andere Art von Unternehmerkultur. Das ist so der moderne Cowboy, der umsetzt, sehen wir ja, der nimmt was in die Hand und bleibt daneben dran. Ich weiß nur nicht, ob ein Staat in Händen von solchen exzentrischen Leuten an jeder Position, ob der damit gut beraten ist. Eins ist aber klar, das Geld, was er ausgibt bisher, das hat er selbst erarbeitet. Vielleicht geht er deswegen mit Geld ein bisschen anders um. Die Leute vertrauen ihm, weil in Amerika ist das so, wenn du irgendetwas geleistet hast, ja, einen Erfolg hast, und das hat er ja, dann schauen die Leute zu dir auf, weil derjenige sagen kann, das habe ich ja gemacht, ich bin ein Selfmade. Und was wir bisher gesehen haben in der amerikanischen Politik, sind ja sehr viele Leute eben auch, die eben nicht Selfmade sind, sondern die eben durch einen Parteiapparat nach oben gekommen sind, so wie bei uns. Da haben die Leute weniger Respekt, da wo man sagt, ja, Politik war ja der letzte Strohhalm. Das ist auch der Grund, warum Leute Alice Weidel mögen, weil Alice Weidel muss nicht in der Industrie sein, die könnte auch woanders arbeiten, das, die Fähigkeiten hat sie, und deswegen hat sie mehr Respekt als einen Kühn oder einen Nuri pur oder so, man sie fragt, sag mal, warum machst du nicht das, was du vorher gemacht hast? Dann müsste der sagen, ja, nix. So, das ist der Unterschied. Aber wie gesagt, das ist amerikanische Politik, das ist sehr viel Show auch. Ja, man hat ja auch gemerkt, wie die amerikanische und die deutsche Politik miteinander verbunden ist. Direkt nach der Wahl von Donald Trump gab es dann auch das Ergebnis in Deutschland, was schon lange erwartet wurde. Unmittelbar, ja, ist die FDP dann ausgestiegen aus dem Ganzen. War irgendwo dann doch abzusehen? Natürlich, also mein Freund Paul Brandenburg hat ja den Begriff geprägt, Lindwurm. Weil der sich da rauswindet. Natürlich hat Lindner jetzt das getan, was der hätte schon längst tun sollen. Also, wir haben ja in Deutschland nicht das Problem, dass wir zu wenig Geld haben. Wir haben ein ungewöhnlich hohes Steueraufkommen, aber die Regierung kann mit Geld nicht umgehen. Ich glaube, 330 Milliarden gehen allein ins Ausland für irgendwelche Projekte, wo du denkst, können wir uns das leisten? Also, während man hier Flaschen sammeln muss oder die eine oder andere Brücke zusammenbricht. Das ist nicht nur die eine. Ich war jetzt gerade im Raum Pirna, da gibt's drei Brücken und nur eine ist intakt, die anderen wurden bereits gesperrt. Warum zu gefährlich? Was ist denn hier los? Versuch mal mit der Deutschen Bahn zu fahren. Also die Infrastruktur wurde vernachlässigt und wir verschenken das Geld in alle Welt. Dass diese Regierung auseinanderfällt, ist im Grunde genommen überfällig. Die hatten nie wirklich eine gemeinsame Basis. Die haben sich da zusammengerauft und jetzt waren eben lange dabei, dass wir schlecht regiert wurden, als gar nicht regiert. Es war ja so ähnlich. Und wir haben auf allen Positionen letztendlich Leute, die sich mal ausprobieren wollen, die aber am Ende des Tages Dilettanten sind. Und der Wirtschaftsminister, spätestens seit wir gesehen haben, dass er nicht mal weiß, was Insolvenz ist, muss man sich an den Kopf fassen. Der hat keine Ahnung und hat sich jetzt im Pullover in der Küche sogar zum Bundeskanzler beworben. Das ist tragisch, wenn man so wenig Blick auf sich selber hat, wie man nach außen wirkt. Wahrscheinlich jede Menge PR-Berater, genau wie bei unserer Frau Baerbock, die sagt, das machst du so toll, also so toll, also Robert, ganz, ganz toll. Aber der hat auf dem freien Markt nicht den Hauch einer Chance, weil er so ein bisschen schlicht, würde ich sagen, ist. Schlicht ist ja so. Und das trifft den Rest auch, dass der Laden jetzt auseinanderfliegt, ist super. Interessant ist auch, dass Scholz gesagt hat, dass mit den Wahlen, das ist nicht so leicht zu machen. Da hieß es ja erst, weil in Deutschland ist kein Papier. Wow, das ist stark. Ich habe ja sagen lassen, er möchte das ein oder andere Gesetz noch durchbringen, was so wichtig ist. Zum Beispiel, dass Akten von Cum-Ex zum Beispiel, dass sie nicht mehr 10 Monate gelagert werden müssen, sondern, glaube ich, nur noch 8 Monate. Und das wird dann genau da reinfallen. Das heißt, wenn er dann raus ist, dann sind die Akten weg. 15 Jahre oder 8 Jahre, ja. So Dinge, wo man denkt, Scholz ist schon jemand, der das Wort Verantwortung passt wirklich gut zu dir. Von daher auch die Rede, die er da gehalten hat, dass das unlauter wäre, noch mehr Geld auszugeben, sagt jemand, der sich bei Geld schon einige Fragen stellen lassen müsste. Mit Verantwortung hat das ja nichts zu tun. Ich fand es interessant, dass dann auch die Grünen ja vor die Kameras getreten sind und dieses Bild, da sieht man eben den Habeck, da sieht man Frau Baerbock und dann sieht man den Nuripur und Frau Ricarda Lang. Und ich finde ja bei dem Habeck immer so, der guckt ja immer so ein bisschen so, der sieht aus wie ein Trottel, muss ich ehrlich sagen. Also wo ich denke, ich kann den Typen echt nicht ernst nehmen. Und wenn der dann auch so redet, weil den versteht man auch nicht. Und ich habe mir sagen lassen von den Grünen selber, dass die ganze Welt uns um dieses rhetorische Talent beneidet. Das sind von denen die Worte, wo ich immer denke, boah, Alter, das ist so ein bisschen Mielke die letzten Stunden. Habe ich schon oft gesagt, ist mir egal, kann mich nicht mehr drum kümmern. Jetzt das Rumgeeier mit Vertrauensfrage, ja, nein, vielleicht. Merz will natürlich ins Amt, hat sich auch schon vorbereitet. Er ist noch charismatisch loser als der Bundeskanzler, aber der steht hier für BlackRock und ich gehe davon aus, dass sie das mit den Grünen machen werden. Dann wird es wahrscheinlich noch mal schlechter, es sei denn, irgendwas Verrücktes passiert. Sie werden natürlich versuchen, irgendwas mit der AfD zu machen, dass sie verboten wird. Das Kanzlerpartei hat meiner Partei mit den Anteilen total vergessen. Ich habe mir ja sagen lassen, Haldenwang ist jetzt auch nicht mehr dabei. Also es bröckelt alles so weg, bröckelt alles so weg. Was ich gut finde ist, und das zeigt auch die Hybris und diese Gehirnwäsche,
Nachdem Trump schon angekündigt hat, dass er nicht mehr so weitermachen wird in der Ukraine, hat ja Baerbock und Co. gleich gesagt, dass sie das dann übernehmen werden. Die sprechen immer mit über unser Geld. Das heißt, wir haben ja jetzt schon 30 Milliarden ausgegeben. Wir sind der zweitgrößte Einzahler. Muss dann noch mehr werden, sagt die Frau, die, glaube ich, 140.000 Euro für ihren Friseur ausgibt dieses Jahr. Das ist wie damals mit dieser französischen Königin, wo ihr gesagt, die Leute haben kein Brot mehr zu essen, sollen doch Kuchen essen. Das ist vollkommen abgehoben. Und es sind komischerweise immer die Leute, die angetreten sind, um den Staat sozialer zu machen. Die können nämlich nur das Geld anderer Leute ausgeben, aber mit Geld umgehen können sie nicht. Da stimmt leider das Klischee. Ich weiß nicht, wie es da weitergeht, aber ich glaube, es wird erst noch mal ein bisschen schlechter gehen. Da muss Volkswagen pleite gehen, BMW ist angezählt, Audi ist angezählt, viele, bis die Leute wirklich so eine Wut entwickeln, dass dann irgendwas passiert. Und dann könnte es sein, dass eine Art von Reststaat sagt, die Situation auf den Straßen ist so unsicher, und zwar wegen der bösen Deutschen, nicht wegen derer, die hier sind und sich komisch benehmen, dass wir mehr Polizei brauchen. Und da bin ich gespannt, ob die Leute dem genauso folgen werden, wie damals den Massenanforderungen. Ich kann es nicht sagen, ich wundere mich manchmal, aber wir haben es mit sehr vielen politischen Analphabeten zu tun, die immer noch abwarten, dass jemand sich drum kümmert. Wobei ich sagen muss, in meinen Vorträgen sind sehr viele sehr wache Menschen, denen das sehr komisch vorkommt und die bereits initiativ sind. Wohin das aber dann am Ende geht, ja, weiß ich nicht, weil ich weiß, dass eine Art Revolution sehr schnell blutig wird. Da bin ich überhaupt nicht dafür. Aber wir sind darin nicht trainiert, eine andere Art von Staat aufzubauen. Und damit sollten wir uns beschäftigen. Ich glaube, wir brauchen erstens eine eigene Verfassung, die wir uns geben sollten, und wir brauchen eine andere Art von Demokratie. Was ich sagen möchte ist, wir sollten Wahlen weiterhin behalten als eine Möglichkeit, aber wir sollten das Losverfahren einführen, was bei den Griechen ja da war, haben viele gar nicht gewusst, oder lange Zeit auch im Mittelalter, wo per Losverfahren normale Bürger ins Parlament gewählt werden können und Entscheidungen mittreffen, und ich glaube, dass wir dann auf jeden Fall besser regiert werden. Ja, und natürlich dann die direkte Demokratie nach. Das ist genau das, aber eben mit deutlich mehr Beteiligung. Nicht, dass uns Experten vorgestellt werden, die wir dann wählen können, sondern das Losverfahren macht dich zu einem Experten, und im Verbund eines großen Gemisches kommen sehr kluge Entscheidungen raus. Es gab viele Tests auch in Island neulich, als die da so abgeraucht sind. Es haben sich ihre eigene Verfassung gegeben. Das waren erstaunlich gute Ergebnisse. Bessere als vorher. Wer daran kein Interesse hat, sind diejenigen, die ihre Lobbyisten hier in Europa und in Deutschland fest im Griff haben. Die wollen es natürlich nicht, und die sagen dann immer, das ist zu gefährlich. Aber nur für ihr Einkommensmodell. Ja, aktuell ist es ja wahrscheinlich, dass dann Friedrich Merz, weil ja immer noch viele Leute leider schlafen, Friedrich Merz, die Grünen, noch vielleicht nochmal wieder die SPD, da irgendwie, wobei SPD ist fast wie die FDP, fast schon ausgeschlossen, dass die da nochmal was schaffen. Dann haben wir ja zwei Kriegstreiber am Start, weil Friedrich Merz fordert ja die Taurus, Raketen oder die Marschflugkörper sind es ja auch, die fordert er ein. Die Grünen waren sowieso von Anfang an dabei mit Waffenlieferungen. Das heißt, wir werden dann auf eine gewisse Art und Weise, ja, wenn die Amerikaner sich dann sowieso zurückziehen, werden wir Kriegspartei, wenn da nichts Krasses passiert, dann werden wir aktive Kriegspartei. Ich kann das abkürzen. Wenn wir tatsächlich 1000 Raketen nach Russland liefern und entsprechende Raketen aufstellen, dann wird Putin die Ukraine vernichten. Das geht ganz schnell. Und dann wird sich Europa überlegen, ob es weitergeht. Wird dann Deutschland vernichtet. Und dann werden wir die, und dann wer als erster schießt, stirbt als zweiter. Das wird dann passieren. Und das wird man sich dann in Übersee überlegen. Und dann wird Putin all diejenigen eindecken, die daran beteiligt sind. Das kann man sagen, das macht er bestimmt nicht. Ich würde es nicht ausprobieren. Übrigens steht er nicht alleine da. Er weiß ja, dass wenn er angegriffen wird, dass die BRICS angegriffen werden. Die hast du dann auch alle mit dem Boot. Also hast dann China alle dabei. Also wie gesagt, wenn wir schweres Gerät in die Ukraine liefern, mit dem man in die Weiten von Russland kämpfen, schießen kann, dann sagen die, gut, dann kriegt ihr halt ein paar Hyperschallraketen. Dann machen wir erstmal Kiew platt und dann gehen wir an eure Grenze. Und wenn ihr dann nicht damit aufhört, dann greifen wir halt euch an. Das könnte ich machen. Doch, die sind mit Deutschen ja schon mal fertig geworden. Die werden einen hohen Preis bezahlen, aber sie werden nicht 27 Millionen tote Russen abwarten. Da geht halt das Licht hier an. Wenn wir das wollen, gut, da bin ich mal gespannt, ob die Grünen oder die Wähler der Grünen und die Wähler der CDU und die Restbevölkerung sagt, das ist uns die Sache wert, jetzt erst recht, oder ob es Leute gibt, sagst, was macht ihr da, und dann wird es hier, hinter der Front, in der Heimatfront, wird es richtig knallen. Aber wie gesagt, wir werden ja, wenn es dann richtig knallt, von den Politikern nichts mehr hören, die sitzen ja in ihren Privatjets und fliegen weg, aber ich kann nur sagen, wenn man Russland als militärischen Gegner unterschätzt, mit der deutschen Geschichte und mit der französischen Geschichte Napoleon, dann ist man entweder auf irgendwelchen Substanzen oder ist Sleepy Joe, kann sich erinnern. Aber wir werden dann schon noch erinnert werden, wer damals den Zweiten Weltkrieg in Deutschland beendet hat und wer Auschwitz befreit hat und wer in Berlin stand mit seinen Panzern. Das waren ja, glaube ich, doch Russen. Also gut, wenn ihr das nochmal versuchen wollt als Deutsche, dann ja, dann macht das doch mal.
Ja, es gibt ja dann noch die zweite krasse Gefahr, abgesehen von diesen Kamikaze-Politikern. Die Amerikaner haben ja auch vor, Atomraketen hier in Deutschland zu stationieren. Das ist ja Ja. zwei. Wir haben in Büchel schon Atomsprengköpfe, die man jederzeit auch unter Jets knallen kann. Es ist ja eh immer diese, was, wie haben wir das dann? Das nennt sich nukleare Teilhabe. Interessant. Das heißt, als jemand, der einen Jet fliegt, wo dann die Atombomben drunter sind, wirfst du sie dann ab und bist noch im Strahlungsbereich, wenn du rausfliegst. Was soll ich dazu sagen? Also ich glaube, da sind wir wieder beim Pentagon. Wenn es am Ende so ist, dass man sagt, okay, riskieren wir einen Atomkrieg, dann wird man feststellen, dass das keine gute Idee ist. Das hat man ja versucht bis 1977, die Amerikaner, Operation Dropshots. Da wollte man ja 300 Atombomben auf Russland werfen, einfach so, und dann noch 29.000 andere Ziele angreifen. Aber da haben die Militärs, die so recht streitlustig gesagt, trotzdem kommen genügend russische Raketen durch und das ist keine gute Idee. Nur ein Satz dazu. Ich würde mich, wenn ich die Russen wäre, nur auf La Hague konzentrieren. Es reicht eine Rakete auf La Hague. La Hague ist die Wiederaufbereitungsstätte, da lagern 90 Tonnen Plutonium. Ein Treffer dort und Europa ist nicht bewohnbar. Kannst du nicht schützen. Das wissen doch alle. Also wenn du glaubst, du das gewinnt, du weißt, dass du das nicht gewinnen kannst. Okay, das kannst du einfach vergessen. Und deswegen, es wird dann immer so heiß, ja, mach die, dann mach doch. Wenn du gewinnen könntest, hättest du schon längst auf den Knopf gedrückt. Die Gefahr besteht natürlich immer darin, dass ein Krieg eine Eigendynamik gewinnt. Da gab es ja schon das ein oder andere Mal einen Atomkrieg fast aus Versehen, weil ein System einen Raketenbeschuss gemeldet hat, da war aber ein Computerfehler da. Oder aber, weil ein russischer Offizier gesagt hat, das kann nicht sein, dass wir mit 4 Raketen angegriffen werden. Da hätten die Amerikaner 400 geschickt und nicht auf den Knopf gedrückt haben, obwohl er den Befehl bekam. Und ich glaube, dieses Blatt kann man nicht dauernd ausreißen, aber ist ja immer gut gegangen. Ich sag nur Able Archer 83, da waren die Atombomben schon unter den Jets und flogen über Berlin. Das haben viele nicht vergessen. Das kann man nicht ewig machen. Und die modernen Atombomben heute haben eine weit größere Schlagkraft wie Hiroshima. Da ist der Sprengsatz so groß wie Hiroshima und dann haben wir da mehrere Megatonnen. Ist alles totaler Quatsch. Das weiß man auch auf beiden Seiten. Aber dieses ständige Säbelrasseln kann natürlich dazu führen, dass irgendjemand mal überreagiert. Die Gefahr besteht immer. Ja, was gibt es denn für uns für Optionen? Also wir wollen jetzt ja mal wieder so ein bisschen in die Eigenverantwortung kommen und uns überlegen, was haben wir denn jetzt noch für Möglichkeiten als Volk oder als Souverän darauf zu reagieren? Alexander, das ist eine sehr gute Frage. Jean-Claude Juncker hatte gesagt, wenn es ernst wird, müssen wir lügen. So ist unsere Machtpyramide aufgestellt. Wir müssen mal einfach feststellen, das, was wir für Demokratie halten, ist eine Art von Simulation. Wir haben so wenig wie möglich Mitspracherecht. Und wir haben uns daran gewöhnt und gesagt, das ist eben so, weil man hat uns ständig erzählt, das sind Experten, die können das viel besser als du. Und das ist halt falsch. Weil die dort sitzen, sind Experten für ihr eigenes Leben, was mit unserem Leben wenig zu tun hat. Und sie sind Anlaufstellen für Lobbyisten. Jeder, der in dieser Pyramide nach oben kommen will, muss in irgendeiner Weise sagen, meine eigene Tasche ist mir lieber als der Rest. Es gab Politiker, die bei aller Business-Affinität immer auch gesagt haben, das Land zuerst, dazu gehört auch ein Herr Schröder, wurde neulich gelobt hier auf einem Panel von Roger Köppel zusammen mit Orban. Der hat Orban diese gelobt, gesagt, so, der Mann hat eine Menge gemacht, aber es gab Dinge, die haben seiner Karriere geschadet, zum Beispiel bei Kriegen nicht dabei zu sein, aber es war gut fürs Land. Wird immer vergessen. Und wir haben es heute mit Politikern zu tun, die stellen sich erst die Frage, wie gut ist das für meinen Auftraggeber? Das ist ja meistens nicht der Wähler. Und wie gut ist es für mich? Und das Land interessiert mich eigentlich nicht. Damit konnte ich noch nie was anfangen, um da mal zu zitieren. Wenn wir anders regiert werden wollen, dann muss uns langsam klar werden, diese Art von Stellvertretern, wie sie uns dargeben, das funktioniert so nicht. Könnten wir es auch anders machen? Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ja, es war auch mal in Griechenland über viele Jahrhunderte anders. Es war auch in Europa anders. Es gab Leute, die man wählen konnte. Das waren meistens Experten für Wehrtechnik, die dann gesagt haben, okay, wenn jemand neu ins Amt kommt, dann muss er wissen, wie eine Stadt verteidigt, weil man angegriffen werden sollte und sich nicht reinarbeiten, wie so eine Knarre geht. Dafür kann man Leute auswählen, und der hat Fähigkeiten, der weiß, wie man so ein Gerät bedient. Dafür wäre das gut. Aber alle anderen Posten können durch Leute besetzt werden, im Hintergrund aber auch Berater, die dann in ihrem gesunden Menschenverstand und ohne Bestellung sagen, wie bauen wir einen Flughafen? Wo soll etwas entstehen? Was brauchen wir an den Schulen? Einfach Leute, die betroffen sind, die sagen, ich habe ja Kind, ich bin ja Lehrerin oder ich bin Taxifahrer, ich bin Baggerfahrer, ich bin Arzt und einfach ein breites Spektrum und nicht, da haben wir 3 Pharmavertreter und die haben schon mal was rausgesucht für sie. Das ist ja sehr einseitig und eben auf dieses Businessmodell runtergebrochen. Und das könnten wir ja alles machen, indem wir in die Geschichte zurückgehen, sagen, wie war die Athener-Demokratie, wie war lange die Demokratie in Europa und dass wir an den Schulen oder vielleicht auch im Fernsehen ein breites Bildungsprogramm sagen und mal aufklären, dass das, was wir glauben, was Wahlen, was Demokratie ausmacht, nämlich nur Wahlen, dass es ein schmales Fenster ist. Und dann sollten wir
Weil ich glaube, die meisten Leute wissen das nicht. Die denken mir das aus. Nein, nein. Das ist wie, wenn man in 30 Jahren fragen würde, in Deutschland gab es mal eine Autoindustrie und es könnte sich keiner daran erinnern. Das ist ehrlich, so ähnlich ist das. Dass das die Leute nicht wissen, ist ja Absicht. Aber wer hat das abgeschafft? Wer hat das Losverfahren abgeschafft? Es waren die amerikanischen Gründerväter. Und übrigens auch diejenigen, die die französische Revolution übernommen haben, weil die haben gesagt, okay, wir reden zwar davon, dass das Volk mehr Beteiligung haben möchte, wir möchten keine Aristokratie, die durch Geburt da ist, dass der Sohn des Königs halt König wird, aber die, die da stellvertretend sein sollen, das sollen wir sein, die besitzende Klasse. Und deswegen, wir haben Parteien und Amerika Wahlmänner, damit wir die, die für das Volk sprechen, auswählen können, damit die immer in unserem Sinne. Es war von Anfang an parteiisch eben. Parteiisch. Und wenn wir das verstehen, müssen wir sagen, und wer können es dann machen, wer ist denn da besser drauf, wer ist denn da gerechter? Na, wir. Da zählt Schwarmintelligenz. Es gab solche Versuche auch immer wieder, auch in den 90er Jahren in Europa. Die waren sehr erfolgreich. Aber es ist klar, dass es Gruppen gibt, die daran kein Interesse haben, die auch in der Presse dafür sorgen, dass nicht darüber geredet wird. Wir sollten darüber reden, ob es mal Alternativen gab. Die gab es, wie lange die funktioniert haben. Sehr gut und über einen großen Zeitraum. Und dann die Frage, wieso ist das nicht mehr im Gespräch? Weil es Leute gibt, die daran kein Interesse haben. Ist ja auch klar, mit dieser GEZ-Mafia wird das nicht werden. Ich glaube, wir brauchen einfach runde Tische und sagen, sag mal, ich habe gehört, es soll es gegeben haben und einfach machen. Wer das immer sich genehmigen lässt von einer Regierung, die sich für die Bevölkerung nicht interessiert, mit Geld nicht umgehen kann und dieses Land an die Wand fährt, der ist selber schuld. Und da sind wir wieder bei Propaganda. Wir haben einfach verlernt zu sagen, das will ich nicht. Sondern wir fragen, darf ich mich beschweren? Nein, setzen, dann machen. Die DDR wäre nicht umgefallen, wenn jemand bei Egon Krenz hätte anrufen müssen, ich würde ganz gerne ausreisen und das möchte ich gern anders, darf ich das? Der hätte nämlich gesagt, nein. Irgendwann haben die Leute das gemacht. Das wird immer als Beispiel gesehen und ich glaube, das ist auch alles eine Riesenchance, sagen wir zu. Wir haben das jetzt so lange versucht, in so vielen Ländern mit Demokratie läuft das alles irgendwie total aus dem Ruder. Womit hat das zu tun? Dass uns irgendeine Art von Regierungsform verkauft wird, die Volksbeteiligung behauptet, das aber nicht wirklich ist. Geht es anders? Die Antwort lautet ja. Wollen wir damit nicht mal anfangen? Die Antwort lautet auch ja. Wann? Jetzt. Ich finde, wir haben heute wirklich die wichtigsten Themen beackert. Ich finde auch, da war jetzt schon so viel dabei. Ich würde vorschlagen, wir lassen es für heute. Es war wirklich, wirklich krass wieder. Danke dir für deine Zeit. Du hast dir jetzt auch wirklich deinen Feierabend verdient. Ich habe ja gesehen, wie krass das ist, auf der Bühne zu stehen da. Und ich wünsche dir einen tollen Abend mit der Familie. Lasst es euch gut gehen und bis ganz bald. Danke, Alexander. Vielleicht, weil wir immer was Positives wollen. Wenn man weiß, wie Nachrichten funktionieren, dass einem immer nur die Bad News verkauft werden, dann muss man schlecht draufkommen. Wenn man sich umguckt in seiner Familie, im Umfeld, kann man sagen, da gibt es auch Dinge, die positiv sind. Vor uns liegt ja nicht mehr weit weg ein Weihnachtsfest. Da kann man hoffen, für was steht das denn eigentlich? Sagen, wenn wir als Bevölkerung ein anderes Land wollen und diejenigen, die es lenken, das nicht können, sind wir als Gruppe nicht in der Lage, mal was Neues zu organisieren. Und das erleben wir regelmäßig, wenn irgendwo eine Katastrophe ausbricht. Zum Beispiel war ja ein paar Jahre her schon da in Passau gab es eine Riesenüberschwemmung. Dann haben alle Menschen die Ärmel hochgekrempelt, haben etwas erkannt, einen Gemeinschaftsgeist ihre Stadt wieder sauber gemacht. Und das ist ein starkes Symbol. Einfach, ich glaube, wir müssen es selbst machen. Wir haben viel zu lange gewartet. Und wir schaffen das auch, wenn wir es wollen. Ich bin dabei. Danke dir. Bis dahin. Arrivederci. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben. Apolut. Jetzt erst recht.